So, blaue Chips. Ja, ja. Das wird ein bisschen was brauchen. Unter anderem ganz viel Eisen. Das stiepitzen wir uns mal. Und zwar da. Das war irgendwie 128 pro Assembly, ha? Huh? Ja, nee, komm, bau mal stinknormale. Davon haben wir sogar schon zwei. Sehr gut. Und wir brauchen hier keine super schnell arbeitenden Maschinen. Momentan noch nicht für die blauen Chips. Sondern das reicht ja, wenn es so ist. Also, was brauchen wir? Wir brauchen Zugang zu Lubricant später. Für die grünen Chips. Wir brauchen grüne Chips. Wir brauchen rote Chips. Rote Chips brauchen auch Plastik. Also von hier hinten was abzwacken. Wir brauchen Zugang zu... Wir brauchen Kupfer nur, um Draht herzustellen. Ja. Und wir brauchen Eisen nur, um die Eisenplatten für die grünen Chips herzustellen. Sobald wir die einmal haben, ist alles gut. Also ich sehe gerade, hier ist viel zu wenig Platz, um das alles wieder ordentlich aufzubauen. Ich kann jetzt hier zwischen nicht noch eine Fabrik machen und die dann sowohl mit dem Draht da versorgen, als auch mit den Chips oben und das dann nach oben rausreichen. Doch, das ginge sogar fast. Wenn ich die da nach da exportiere, den Draht da lang laufen lasse, denn da unterirdisch arbeite. So. Dann könnten wir das hier runterlaufen lassen. Du weg. So. Dann hat er schon mal Draht. Er hat dann aber keine grünen Chips. Grünen Chips lassen wir einfach hier weiterlaufen. So, die stauen sich dann ja irgendwann hier. Dann bekommst du hier deine grünen Chips. Da oben dein Draht. Dann brauchst du noch Plastik. Ja, Plastik fehlt jetzt nur noch. Also wir müssen jetzt Plastik auf die rechte Seite dieses Fließbandes bekommen. Oh, ist machbar, ist wuselig, aber machbar. Dafür nehmen wir ein grünes Ärmchen, das wir nicht mehr haben, weil wir alle oben gelassen haben. Muss das grün sein? Nee, ne? Ich sehe gerade, das ist alles hier nur Plastik. Ja, dann nehmen wir ein langsames, stinknormales Ärmchen. So. Zwacken uns hier ein bisschen was ab. Einfach irgendwo. Laufen dann hier lang, hier lang. Kommen wir dann mit dem roten unterirdischen ganz rüber? Gucken wir mal. Ne. Bei weitem nicht. Okay. Ja, es wird Zeit, dass wir die blauen Sachen bekommen. Die sind echt schick. So, so. Jetzt vielleicht zu halb. Ja. So, du darum. Ein langes halbes. Haben wir ein langes halbes? Shorter Long-Handed Inserter? Machst du das, was ich denke, dass du machst? Nein. Wir brauchen einen Half-Output. Shorter sagt nur, dass er nicht zwei Felder hinter sich nimmt, sondern nur eins. Das ist nicht das, was ich brauche. Long-Handed Close Inserter, das brauche ich. Den da. Genau, sehr schön. Du machst jetzt hier einen Knick. Gehst da runter. Dann hätten wir jetzt hier unten eine rote Produktion. Die auch soweit funktioniert. Ah, ist echt nicht schön. Ist echt nicht schön. Du legst das da unten hin. Gehst da lang, baust bitte noch mehr Untergrundbelts. Dann wird das... Oh, schon wieder fertig. Schilde, ja. Also er legt dann das rote Ding da drauf, die roten Chips. Die laufen dann unterirdisch hier wieder hoch. Dann haben wir hier Zugang zu den roten Chips.
damit hier die blauen Chips hergestellt werden können. Die blauen Chips wiederum brauchen Schwefelsäure. Grüne Chips, rote Chips. Ja, grüne Chips. Sehr schön. Wir bräuchten also wieder grüne Chips von hier. Deswegen müssten wir hier vorne eine Kurve machen. Aber das ist absolut hässlich. Das ist wirklich schade. Ich habe mir extra so viel Platz hier genommen, aber das reicht dafür nicht. So, und das bitte so entstauen. Und dann nehmen wir uns jetzt mit einem langen Arm von da hinten. Warte mal. Nö, ganz normales rotes Ärmchen. Von. Ach so, ganz normales rotes langes Ärmchen. Smart Long-Handed Inserter, ja. Du nimmst dir von da bitte nur grüne Chips. Legst sie da hinten hin. Und jetzt müssen wir rote Chips darauf bekommen. Das wollten wir durch das Untergrundding da machen. Okay, also da runter. Und es geht. Sehr gut. Darauf. Und da haben wir sowohl grüne als auch rote. Okay, sehr schön, sehr schön. Jetzt zur Schwefelsäure. Die Schwefelsäure ist gar nicht hier. Wir brauchen kein Lubricant, wie ich immer wieder annehme, warum auch immer. Sondern brauchen die Schwefelsäure von da hinten. Können wir irgendwo vorher schon Schwefelsäure abzwacken? Nö, weil sie da oben erst hergestellt wird. Und wir haben hier auch nicht so wirklich tolle Ablagemöglichkeiten, also Abzwackmöglichkeiten. Das heißt, wir brauchen Superrohre, die das Ganze dann da hinten irgendwo bringen. Also, ja, kommen hier nirgendwo ordentlich ran. Hier zum Beispiel, wir machen einfach ein Rohr. Rohr, Rohr. Ein Rohr dahin, ein Superrohr. Da lang. Dann kommst du hier hinten irgendwo raus, wo wir dich haben wollen. Da hinten wollen wir dich eigentlich haben. Da. Nicht ernsthaft. Du weg. Da so ein Zwischen, du. Genau. Also haben wir hier jetzt Schwefelsäure. Da haben wir grüne und rote Chips. Das heißt, jetzt müssten wir theoretisch hier blaue Chips herstellen können. So. Zugang auf der richtigen Seite, sehr gut. Du da hoch, dahin. Ärmchen ran, gut ist. Warum nimmst du keine roten? Ah, jetzt nimmst du auch rote. Oh, hier muss ein schnellerer hin, ne? Und ist am Arbeiten. Kriegst Produktivitätsdinger. Gut, du ratterst jetzt nach und nach blaue Chips durch und bekommst dafür eine rote Kiste, die wir schon haben. Da. Kannst ruhig ein langsames Ärmchen nehmen. So viele blaue Chips stellst du nicht her. Das dauert eine ganze Ecke. Ja, okay. Das ist jetzt unsere blaue Chip-Produktion. Es ist mir ein wenig zu wuselig. Ehrlich gesagt. Aber so häufig habe ich die Verwurstung von grün nach rot nach blau auch noch nicht gemacht. Ich denke mal, wenn wir das irgendwann nochmal aufsetzen, wird es ein wenig effektiver ablaufen. Und halt nicht ganz so viele, ne, Kabeldinger hier. Aber fürs Erste soll es erstmal nur funktionieren und das tut es. Das heißt, wir haben jetzt Zugang zu blauen Chips. Das ist sehr gut und sehr wichtig. Das heißt, jetzt fange ich an mit erstmal normale Batterien herstellen. Wir brauchen 10 für eine bessere. Das ist eine ganze Menge. Wir brauchen 20 blaue für eine Batterie MK2. Es wird sehr, sehr ressourcenlastig. Ich gehe mal Batterien stibitzen. Und ich hatte mir Sorgen gemacht, dass die eine Fabrik nicht genug Batterien herstellt. Ne? Guckt euch mal an, was für ein Backlog hier ist. Also wie sie das staut.
Krass, okay. So, wie schaut es im blauen Tränken aus? Du machst gar nichts, sehe ich gerade. Oh. Ich habe eine Ressource vergessen. Schnee habe ich nicht. Du bist nur zu langsam. Das ist nicht so gut. Ganz und gar nicht gut. Mach mal nochmal ein Speedmodul, bitte. Das Ding hier macht nicht genug Stahl. Das wird sofort da weggefangen. Mach mal einfach noch einen Schmelzofen hier hin. Zieh das da runter. Okay, das kurz abbrechen. Ich brauche Grundsachen. Da, Grundsachen herstellen. Da. Runter. Hoch. Fließbänder habe ich natürlich keine, aber es sollte auch so gehen. Richtig. Ja, tut's. Okay. Und ein halbes Ärmchen dahin. Und die laufen hier immer im Kreis, also ist da alles okay. Ja, okay. Also wir haben jetzt eine Verdopplung davon. Es wird mehr Stahl hergestellt. Dadurch müssten beide eigentlich mehr laufen und dann ist auch okay. Wie schaut es mit Ärmchen aus? 44 Ärmchen hier. Keine Ärmchen hier. Habe ich fast befürchtet. Du arbeitest nicht, weil... Was fehlt? Chips. Es fehlen immer grüne Chips. Das Gießen von Chips wurde auch angesprochen. Allerdings kann ich das hier drin nicht so wirklich gut finden. Ich hatte das schon mal nachgeguckt gehabt. Weil es springt jetzt hier, wenn wir das dritte erforschen, ermöglicht es das siebte. Und man sieht nirgendwo zwischendrin vier. Ich kann jetzt auf sieben klicken. Dann wird mir drei wieder angezeigt. Oder sechs bei Metallic Smelting. Und hier komme ich auf 6 bei Automatic Crafting. Das wurde ermöglicht durch 2 Liquid Crafting. Aber wo ist 5? Wo ist 4? Und genau da werden wahrscheinlich die Chips sein. Das konnte ich vor kurzem einmal kurz sehen. Ich weiß nur nicht mehr, wann und wo das war. Das ist nicht ganz so praktisch. Also auch, dass es hier bei den noch nicht erforschten Sachen nicht mit aufgeführt wird. Das fehlt einfach. Das ist sehr komisch. Müssen wir dann halt gucken. Oh, der gepanzerte Wagen. Das könnten wir auch nochmal gucken. Es war keine so schöne Taktik, aber vielleicht ist es machbar, dass wir quasi, also vorher ging es ja, bevor Ditech gepatcht wurde, konnte man mit einem gepanzerten Wagen einfach durch die Basen durchfahren. Und die gingen recht einfach kaputt. Aber jetzt haben die irgendwie 100-mal mehr Lebenspunkte bekommen, das wird nicht mehr gehen. Aber ich komme mit dem Wagen jederzeit von den Gegnern weg. Was ja ein recht wichtiger Faktor ist. Und ich komme auch schnell genug ran, um meine Granaten zu schmeißen. Das heißt, es wäre quasi ein Drive-By. Ich fahre dahin, werfe meine Granaten, schaffe es hoffentlich einen Spawner zu töten, fahre weg, töte alle Biter, fahre wieder hin, töte einen Spawner. Das wäre der Plan. Müssen wir mal gucken. So, wir können jetzt ein MK2-Schild herstellen, theoretisch. Praktisch ist das schweineteuer, aber ist okay. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal auf Automobilforschung. Mach das und guck dann mal, ob das mit dem besseren Wagen hinhauen könnte. Was haben wir noch? Wir wollten noch den Strom da verändern. Dafür bräuchten wir noch viel, viel mehr blaue Chips. Wie viele haben wir bisher? 12. Ich denke, Strom wird warten müssen. Und das sieht jetzt ja komischerweise auch wieder ganz gut aus. Die Satellitenschüsseln haben mit am meisten verbraucht. Die könnte ich eventuell mal wieder einstellen. Also, weil... Ist zwar praktisch, aber... Ist ganz schön teuer, was den Strom angeht. Überall ist Smog. Oh, haben wir irgendwo eine Stelle gehabt, wo die Roboter abbauen können? Also Wald? Nee, ne? Aber wir haben bestimmt irgendwo eine Kiste, wo noch Resin drin ist. Ja, gib mir da ganz viel Resin. Her damit. Wir brauchen Bäume. Wir müssen einen riesigen Dschungel hier irgendwo hinbappen. Einfach mal, um zu gucken, ob es eine Auswirkung hat. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich viel Hoffnung, dass selbst wenn wir hier alles voll machen würden mit Bäumen, dass wir gegen unseren Smog gegen ankommen. Aber versuchen wenigstens kann ja nicht schaden.
Außerdem währenddessen werden hier die ganzen blauen Chips hergestellt. Das ist schon mal eine gute Zeitinvestition. Du da rein. Genau, Ratter, Ratter, Ratter. Ist okay. Was noch, was noch, was noch? Pumpen. Ja, theoretisch könnten wir jetzt auch die besseren Pumpen bauen, um damit das Sludge-Problem besser in den Griff zu bekommen. Aber da müsst ihr jetzt mal gucken, wie stark das Sludge-Problem gerade vertreten ist. Jetzt, wo hier wieder mehr Kupfer hergestellt wird, könnte das wirklich ein Problem werden. Oh, und die Steinkisten regelmäßig checken. Dafür müsste ich aber nach oben laufen, hier. Ah, ist alles noch sehr gut machbar. Ja, 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 ja. Oh, noch ein richtiger Hinweis. Ich kann ja bei beiden Kisten hier sagen, dass sie ruhig beide Steinchen einsacken können. Wo auch immer die sich wieder verstecken, die kleinen doofen Knödeldinger. Da. Weil es ja eh hier nochmal sortiert wird. Das heißt, du kannst auch Kupfer mit reinnehmen. Damit sich das nicht hier oben irgendwo drin staut. So, 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 so. Dass da wirklich nur Stein drin ist.